Liebe Leute, liebe Bürger, liebe Bürgerinnen, seit 30 Jahren versuchen wir immer wieder aufmerksam machen, eine Art Bevölkerung, die andere Art, das System, das hier in Deutschland herrscht, ihre Aufgabe, ihre Verantwortung über die Weltpolitik nehmen. Die letzten 40 Jahre, die deutsche Regierungen, haben sie eine gute Beziehung mit den religiösen Faschisten in Iran und die gesamten Nahost mitgemacht. Jeder weiß das, jeder bewusste Mensch weiß das, welche Rolle die deutsche Regierung, auch die anderen Regierungen in West, Ost, weltweit Zerstörung in die Welt gemacht haben. Es gibt keine Ausnahme. Egal wie China ist, egal wie Russland ist, sie schweigen, wenn die anderen marschieren. Sie schweigen, wenn die anderen marschieren und besetzen die Länder und zerstören die Länder. Und dann, das Spiel geht weiter. Jetzt, die Russland marschiert in Europa und die anderen schweigen. Nicht schweigen, machen sie ihren Mund zu, sondern schicken sie auch die Waffen, schicken sie Benzin für weiteres Zerstörung unserer Welt. Das ist die Zufall. Das ist ein System. Das System von Verbrecher sitzt jetzt weltweit in die Macht. Kaufen, verkaufen. Und die Mehrheit, die Bevölkerung weltweit, haben sie keinen Wert mehr. Weil sie haben genug Waffen, sie haben genug die neues System für Verteidigung, die Welt, sie brauchen keine Soldaten, sie haben genug. Die neuen Waffen in die Welt, da können sie zerstören, wo sie wollen. Das müssen wir wissen. Wissen wir was? Ist das nur Wissen ist genug, wenn man weiß, wie Russland in Ukraine marschiert? Und zerstört in zwischen 3 Monaten der eines Land und 4-5 Millionen Menschen vertrieben aus dem Land. Das ist ein genug, wenn 20 Jahre die Westen besatzen die Afghanistan und zerstören die gesamte dieses Land mit mindestens 500.000 Menschen, zerstören die Kulturgräber. Zerstören sie nicht nur die Menschen, sondern Kulturen, Kultur von Menschheit. Wie lange wollen wir unsere Klappe zumachen? Ich rede über die bewussten Menschen, normale Menschen. Sie haben eine Aufgabe, leben. Sie leben gut. Ich freue mich, wenn die Menschen hier leben. Und leben sie gut. Mit welchen Kosten? Interessiert keiner. Woher kommt das? Interessiert keiner. Hauptsache, mir geht gut. Ich habe meinen Berg in meiner Nase erreicht. Das sollte ändern. Sonst, wenn wir etwas mehr warten, dann können wir auch in die Straßen in Deutschland. Auch in unserer Stadt Münster, da können wir zerstören, auch wieder nur nach dem Zweiten Weltkrieg sehen. Wollen wir? Keiner will. Keiner will. Nur Verbrecher wollen sie. Dieses Art von Leben. Das brauchen wir, ein gemeinsames Leben. Dieses gemeinsames Leben, das geht nicht ohne jede von uns Verantwortung in Hand nehmen. Die deutsche Regierung hört überhaupt nicht zu. Wir sind nichts. Wir dürfen hier demonstrieren, wir dürfen hier reden, wir dürfen hier fordern, fordern, fordern. Aber wer sollte akzeptieren? Keiner. Mach die Klappe zu, geh nach Hause. Du hast Rechte zu reden hier. Das sollte ändern.
Das geht nicht so weiter. Das kann man nicht die Mehrheit, die Menschheit zu Gewalt aufrufen. Gewalt ist das von Kapital. Und Kapital ist das Verbrechen weltweit, ohne Ausnahme. Egal, Chinesen sind oder Russland sind, Amerikaner sind oder Deutschland. Das muss man ein Ende geben. Die letzten 6 Monate, was hat in Europa passiert, in die Welt passiert? Nur in Iran haben sie mindestens 300 Menschen umgebracht. Nur letzte 6 Monate. Hunderte Menschen setzen sich in dieser Sekunde in Knast. Mehrere Leute sind Hungerstreik angefangen. Genau wie in Türkei, genau wie in Palästin. Viele haben sie in Hungerstreik gegangen, weil sie haben keine Hoffnung für die gesamte Welt. Diese Hoffnung müssen wir geben. Vergessen wir nicht, wir haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Wir haben diese Barbarei erlebt. Das müssen wir aufhören. Das müssen wir zuhören, was jetzt in der Welt passiert. Machen Sie Ihre Augen auf. Verdammte diese Erde.